In diesem Video möchte ich dir versuchen zu zeigen, dass die Formeln, die in deinem Physikbuch stehen, gerade wenn es um Beschleunigung oder generell um Bewegungen geht, nicht einfach so vom Himmel gefallen sind, sondern dass man die mit ein bisschen Gespür oder Gefühl für Physik, ein bisschen logischem Nachdenken, dass da jeder von uns auch selber drauf kommen würde. Die sind wirklich nicht magisch oder so, sondern die machen alle komplett Sinn. Und um das Video an sich ein bisschen einfacher zu halten und ein bisschen übersichtlicher, gehen wir davon aus, dass wenn wir eine positive Zahl haben, dass dann die Bewegung nach rechts geht. Und wenn wir eine negative Zahl haben, das würde in dem Video nicht vorkommen, aber wenn es denn so wäre, würde die Bewegung nach links gehen. Also direkt entgegengesetzt. So, und was wir eigentlich machen wollen ist, wir gucken uns jetzt mal einfach eine beispielhafte Bewegung an. Nehmen wir mal an, wir bewegen uns mit einer Geschwindigkeit bereits von, sagen wir, 5 Metern pro Sekunde. Und das nennen wir jetzt unsere Anfangsgeschwindigkeit, weil wir, wie gesagt, damit ja anfangen. Und von da an beschleunigen wir jetzt die ganze Zeit lang konstant, deswegen kleines k, konstante Beschleunigung, mit 2 Metern pro Sekunde pro Sekunde. Das heißt, wir werden jede Sekunde 2 Meter pro Sekunde schneller. Und wie lange wollen wir das machen? Sagen wir mal, wir machen das für Delta t gleich 4 Sekunden. Delta t, weil Delta bedeutet einfach nur Veränderung der Zeit. Das heißt, wir fangen nicht unbedingt bei 0 an und richten bis 4 Sekunden, sondern es kann ja auch sein, wir bewegen uns ja schon mit 5 Metern pro Sekunde, dass wir schon 2 Sekunden lang jetzt beschleunigt haben mit vielleicht einer anderen Beschleunigung, sind jetzt bei 5 Metern pro Sekunde und jetzt fangen wir an, nach 2 Sekunden zu messen und zwar von 2 bis 6 dann. Also 4 Sekunden ist der Unterschied der Zeit, die wir messen. Und um das Ganze ein bisschen anschaulicher zu machen, schauen wir uns doch einfach mal unsere Bewegung in einem Diagramm an. Gehen wir mal davon aus, dass das hier unsere Beschleunigungsachse ist. Und ich mache es mal lieber ein bisschen länger. Und das hier unten wird unsere Zeitachse. T. Und wir wissen jetzt, wir müssen auf jeden Fall hier bis 4 gehen. 1, 2, 3, 4. Und wir legen jetzt einfach mal fest, das würde jetzt vom Maßstab her nicht ganz passen, aber ich sage jetzt einfach mal, dass hier, ja, hier ist unsere Anfangsgeschwindigkeit, VA. VA. Mit, was haben wir gesagt, 5 Metern pro Sekunde. Okay, und was wir jetzt wissen, ist unsere Beschleunigung und wie lange wir beschleunigen. Wie gesagt, eine Beschleunigung von 2 Metern pro Quadratsekunde heißt eigentlich, wenn man das Quadratsekunde noch auflöst, dass wir uns mit 2 Metern pro Sekunde, oder andersrum, dass wir pro Sekunde 2 Meter pro Sekunde schneller werden. Das heißt, wir fangen bei 5 an und nach einer Sekunde sind wir 2 Meter pro Sekunde schneller. Sind wir also hier. Und das Ganze machen wir wieder. Nach noch einer Sekunde sind wir wieder 2 Meter pro Sekunde schneller. Und so weiter. Das heißt, unsere Linie, die wir jetzt hier zeichnen, ist im Endeffekt unsere Beschleunigung und müsste ungefähr so aussehen. Also stell dir am besten vor, dass es eine gerade Linie ist, weil das soll sie eigentlich darstellen. Also das hier, das Blaue, ist also unsere Beschleunigung. Und was wir jetzt ausrechnen wollen, ist ja unsere Endgeschwindigkeit. Die können wir jetzt theoretisch ja schon von unserem Diagramm ablesen. Wir wissen ja, wenn wir alles sauber gezeichnet haben, nach 4 Sekunden, wenn wir jetzt hier einfach gerade hochgehen, nach 4 Sekunden ist ja die Bewegung, die wir uns gerade angucken, zu Ende. Nach 4 Sekunden wären wir hier und das entspricht einer Geschwindigkeit, die ungefähr hier wäre. Also hier ist unser V. Nennen Sie mal VE für Endgeschwindigkeit, okay? Das heißt, wenn jetzt alles maßstabsgetreu gezeichnet worden wäre, nicht so wie ich hier, das ist ja nur eine Skizze, dann könntest du jetzt hier direkt die Endgeschwindigkeit ablesen und bräuchtest nicht groß rumrechnen. Aber wir wollen ja auch mal gucken, ob wir das mit Ausrechnen schaffen. Und ich behaupte einfach mal, das schaffen wir auch. Was uns unser Physikbuch auf jeden Fall erzählt, ist, dass man die Endgeschwindigkeit folgendermaßen berechnen kann. Unsere Anfangsgeschwindigkeit plus unsere Beschleunigung mal der Zeit, die wir beschleunigt haben. Das alles zusammen soll unsere Endgeschwindigkeit sein, VE. Ich erkläre das auch gleich nochmal ein bisschen. Am besten, um das Ganze in Zahlen nochmal auszudrücken, setzen wir hier mal unsere Werte ein, damit wir schon mal einmal auf unsere Endgeschwindigkeit gekommen sind. Also wir haben eine Anfangsgeschwindigkeit von 5 Metern pro Sekunde, hatten wir gesagt. 5 Meter pro Sekunde plus unsere Beschleunigung, stand da oben, war 2 Meter pro Sekunde.
pro Quadratsekunde, entschuldige. Und das Ganze wollten wir multiplizieren mit 4 Sekunden. 4 Sekunden. Und dabei kommt dann unsere Endgeschwindigkeit wieder raus. So, jetzt sehen wir schon mal, bei der Multiplikation hier rechnen wir mal s und durch s Quadrat. Das heißt, das eine s kürzt sich schon mal raus. Und dann haben wir noch 5 Meter pro Sekunde plus 2 mal 4 macht 8. Und dann Einheiten haben wir hier auf der rechten Seite bei der Multiplikation nur noch Meter pro Sekunde übrig. Meter pro Sekunde. Das können wir jetzt definitiv ausrechnen. Das sind 13 Meter pro Sekunde. Das heißt, VE hier oben, das hier sind 13 Meter pro Sekunde. Wie gesagt, hätten wir jetzt maßstabsgetreu gezeichnet, könnte man das da auch genau ablesen. So, und hier möchte ich jetzt mal sozusagen die erste Denkpause einlegen. Und wenn du möchtest, kannst du das Video auch anhalten und kurz selber drüber nachdenken, warum ist das so, was ich dir jetzt hier gerade hingeschrieben habe. Und dann kannst du das Video ja wieder starten und gucken, ob das mit dem übereinstimmt, was ich dir jetzt versuche zu erklären. Schauen wir uns am besten die Formel an sich nochmal an. Also diese Formel hier. Um die geht es uns jetzt erstmal. Was sagt uns die Formel? Die Formel sagt, wir fangen bei unserer Anfangsgeschwindigkeit an. Das ist hier. Wenn wir uns das Diagramm vorstellen, dann sagt uns das Diagramm jetzt, dass wir viermal, 4 Sekunden haben, viermal 2 Meter pro Quadrat, also mit 2 Metern pro Quadratsekunde beschleunigen. Anders ausgedrückt, dass wir viermal 2 Meter pro Sekunde schneller werden. Würde bedeuten, wir fangen bei 5 an, nach einer Sekunde sind wir hier, 2 Meter pro Sekunde schneller. Also bei 5 plus 2 wären wir bei 7 Metern pro Sekunde. Nach wieder einer Sekunde wären wir wieder 2 Meter pro Sekunde schneller. Dann wären wir ungefähr hier, macht also 7, hier waren wir bei 7, plus 2 sind 9. Noch eine Sekunde später, ungefähr hier, sind wir wieder 2 Meter pro Sekunde schneller. Und hier sieht man auch, dass es nicht maßstabsgetreu ist, aber okay. Also waren wir eben bei 9, dann sind wir jetzt bei 11 Metern pro Sekunde. Und jetzt wären wir das vierte Mal 2 Meter pro Sekunde schneller und dann sind wir hier oben. Bei 11 plus 2 Metern pro Sekunde, also bei 13 Metern pro Sekunde. Und deswegen hoffe ich, dass das hier oben auch wirklich Sinn macht für dich, dass das wirklich verständlich ist und nicht einfach nur irgendeine Formel ist, die wie gesagt aus dem Himmel gefallen ist oder die irgendwer magisch dahin gezaubert hat und gesagt hat, das ist jetzt einfach so, sondern das ist, die Formel beschreibt einfach nur das, wie es in der wirklichen Welt halt einfach wirklich ist. Du wirst jede Sekunde mit dieser Beschleunigung, also um diese Beschleunigung schneller. Und das Ganze halt so oft, wie du natürlich dann Sekunden hast. Hätten wir nur eine Sekunde, würden wir nur einmal 2 Meter pro Sekunde schneller werden. Okay? So viel dazu. Das war die erste Formel. Jetzt kommt die zweite und vielleicht sogar interessantere Formel. Und zwar wollen wir jetzt noch gucken, wie weit haben wir uns während dieser Bewegung bewegt. Also wir wollen s ausrechnen. Und dazu wissen wir ja schon aus einem der vorangegangenen Videos, dass die Geschwindigkeit, entschuldige, dass der Weg die Fläche unterhalb dieses Graphen hier ist. Also so weit bis zu dieser gestrichelten Linie, die ich gezeichnet habe, bis zu 4 Sekunden. So, jetzt sieht man natürlich, dass das irgendwie eine komische Form ist und die auf jeden Fall kompliziert zu berechnen wäre. Also machen wir Folgendes. Wir teilen das Ganze einfach auf. Wir sagen einfach, wir teilen diese komische Form einfach einmal hier. Dann haben wir nämlich hier unten ein Rechteck. Und von einem Rechteck können wir ja ganz einfach die Fläche berechnen. Und nehmen wir mal Orange. Und wir haben hier oben eine Fläche von einem Dreieck. Und die Fläche von einem Dreieck können wir auch ganz einfach berechnen. Das ist ja kein Problem für uns. Und ich hoffe, auch das macht im Endeffekt Sinn, weil was wir jetzt eigentlich sagen ist, wir gucken uns zwei verschiedene Bewegungen an. Wir gucken einmal, wie weit hätten wir uns bewegt, wenn unsere Geschwindigkeit gleich geblieben wäre über die 4 Sekunden. Also hier, unsere Geschwindigkeit hat sich ja über die 4 Sekunden nicht verändert, dann sind wir hier. Und wie weit wären wir dann gekommen? Das muss ja die Fläche hier drunter sein. So hatten wir das ja im letzten Video schon gesehen. Und na gut, das kriegen wir ja auch ganz gut einfach im Kopf raus. Das sind dann also 4 Sekunden mal, das hier sind ja 5 Meter pro Sekunde, hatten wir gesagt. Also 4 mal 5, das hier unten sind also 20 Meter. Okay, ich schreibe es nochmal klein daneben, kann man es vielleicht besser lesen. Das sind 20 Meter. Und jetzt schauen wir uns noch das hier oben an. Jetzt müssen wir natürlich wissen, also wir wissen, dass die Linie hier unten ist ja logischerweise, die verändert sich ja nicht, die ist immer noch 4. Okay? Die ist immer noch 4, in dem Fall Sekunden, weil es Zeit ist. Und jetzt müssen wir nur noch herausfinden, oder wie groß ist die Linie hier? Naja, dafür könnten wir ja, der Punkt hier oben ist ja VE.
Das heißt, diese ganze Linie, diese ganze gestrichelte Linie, die ich gezeigt habe, ist ja unsere Endgeschwindigkeit. Aber wir brauchen ja nicht die ganze Linie, weil die hier, den Teil hier unten, den haben wir ja schon benutzt. Also ziehen wir den einfach davon ab. Wir sagen also, wir ziehen von unserer Endgeschwindigkeit, ziehen wir unsere Anfangsgeschwindigkeit ab. Okay, weil wie gesagt, diesen Teil hier unten, den haben wir ja schon benutzt, den dürfen wir nicht doppelt benutzen, dann würden wir ja zu viel berechnen. Wir wollen also nur diesen Teil hier haben. Und wenn wir uns das in Zahlen nochmal angucken, das sind also 13 Meter pro Sekunde minus unsere Anfangsgeschwindigkeit war 5 Meter pro Sekunde, haben wir also in Orange haben wir 8 Meter pro Sekunde. Diese Linie hier ist also 8 Meter pro Sekunde, 13 minus 5 Meter pro Sekunde. So, und wenn wir jetzt von die Fläche von dem Dreieck ausrechnen wollen, rechnen wir also die Linie hier unten, das waren 4 mal 8, dann wären wir auf 24, entschuldige, auf 32 natürlich, 4 mal 8 sind 32, und das können wir natürlich so nicht stehen lassen, weil wenn wir nur 4 mal 8 rechnen, dann haben wir das von dem ganzen Rechteck hier oben ausgerechnet. Das wollen wir nicht, wir wollen ja nur die Hälfte davon haben. Also nehmen wir davon nochmal die Hälfte. Also haben wir, ich schreibe mal in braun weiter, 8 Meter pro Sekunde, das war das, mal 4 Sekunden, mal 4 Sekunden. Und von dem Ganzen nehmen wir jetzt noch die Hälfte, mal 1,5. Und das führt uns dann dazu, dass wir sagen, 4 mal 8 sind 32, die Hälfte davon sind 16. Also ist das hier oben, ist 16, ich schreibe es mal runter, 16 Meter. Das heißt, wir haben zwei Bewegungen uns angeguckt. Einmal die Bewegung ohne Beschleunigung, das sind 20 Meter. Und dadurch, dass wir beschleunigt haben, sind wir nochmal zusätzlich 16 Meter weitergekommen. Okay, ich hoffe, das ist soweit erstmal verständlich. Und um dir jetzt noch eine andere schöne Formel zu zeigen, die auch oft in den Physikbüchern steht, wollen wir genau das Gleiche, was wir jetzt gemacht haben, also jede einzelne Bewegung, die wir hier hatten, aufgeteilt, nochmal ausrechnen, nur ohne dass wir die ganzen Zahlen einsetzen, sondern wirklich nur die Variablen benutzen, okay? Und dann, glaube ich, wirst du sehen, wie selbsterklärend solche Formeln eigentlich sein können, nur manchmal halt ein bisschen abstrakter werden, wenn man alle umstellt. Also gucken wir am besten nochmal hier unten. Was haben wir hier unten gemacht? Wir haben für dieses Rechteck hier unten, für die 20 Meter, haben wir gesagt, dass wir ausrechnen müssen, wie groß, was ist das Produkt aus unserer Zeitdifferenz mal unsere Anfangsgeschwindigkeit. Okay, das war VA. VA mal T. Das waren unsere 20 Meter. Und da drauf addiert, ach so, das habe ich übrigens noch gar nicht gemacht, sehe ich gerade. Also insgesamt sind wir dann natürlich 20 Meter plus 16 Meter, ich schreibe es mir unten hin, 20 Meter plus 16 Meter gleich. Insgesamt sind wir also 36 Meter unterwegs gewesen. Und okay, machen wir also hier weiter. Wir haben jetzt hier einmal, das sind unsere 20 Meter jetzt, die hier. Also ich schreibe es mal in der gleichen Farbe hin, sonst verwirrt das nur. 20 Meter. Das hier ist also das, was ich hier drüben in hellgrün gemacht habe. Und der braune Teil wird jetzt der folgende sein. Das war das, was wir hier oben alles gemacht haben. Wir haben also gesagt, wir nehmen unsere Endgeschwindigkeit, VE, minus unsere Anfangsgeschwindigkeit. Und das Ganze multiplizieren wir auch mit der Zeit. Und da das hier oben ja kein Rechteck ist, sondern nur ein Dreieck, brauchen wir nur die Hälfte davon. Also nehmen wir nochmal die Hälfte davon. So, und wenn wir uns das Ganze angucken, sehen wir, das ist ja eine Summe, beides zusammen. Also wir haben einen Teil hier und das hier alles ist der braune Teil von dem, was auf der linken Seite steht. Und ich scroll mal ein bisschen runter, dann haben wir gleich noch ein bisschen mehr Platz. So. Und was wir jetzt machen ist, wir nehmen einfach mal, um das Ganze ein bisschen übersichtlicher zu machen, wir klammern jetzt einfach mal dieses Delta T aus. Okay, also haben wir dann Delta T mal ganz schön viele Sachen. Und zwar einmal mal unsere Anfangsgeschwindigkeit plus. Und was wir jetzt machen ist, wir multiplizieren, also wir klammern einmal Delta T aus und wir multiplizieren auch gleich nochmal diese Klammer hier
nochmal aus. Also das, was in Klammern steht, müssen wir auch nochmal mal ein halb rechnen. Das heißt, wir müssen einmal ein halb mal VE, also einmal das und einmal das. Richtig? Das ist ja das Auflösen einer Klammer. Also haben wir plus ein halb VE, also die Hälfte unserer Endgeschwindigkeit, minus die Hälfte unserer Anfangsgeschwindigkeit. Die Hälfte unserer Anfangsgeschwindigkeit. Also wir haben einmal t ausgeklammert auf beiden Seiten und, achso, ich mache mal hinten auch eine gelbe Klammer, sonst ist das vielleicht verwirrend. Zack. Also wir haben Delta t ausgeklammert, das steht jetzt noch einmal hier vorne. Und wir haben die Klammer hier, wenn wir das Delta t hier schon uns wegdenken, haben wir das 1/2 nochmal mal die beiden Teile aus der Klammer gerechnet. So, und wenn wir das sehen, dann sehen wir schon mal auf jeden Fall eine Sache. Wir haben hier vorne VA und wir rechnen einmal minus 1/2 VA. So, naja, gut. Und das brauchen wir natürlich so nicht stehen lassen, das können wir auch nochmal vereinfachen. Dann wissen wir also, irgendwas minus die Hälfte von irgendwas, da bleibt ja immer noch eine positive Hälfte von diesem irgendwas übrig. Also nochmal die Hälfte von VA. Und darauf addieren wir. Ups, falsche Farbe. Darauf addieren wir den Rest, der noch übrig bleibt, und zwar die Hälfte von unserer Endgeschwindigkeit. Na, eine gelbe Klammer wollte ich machen. Und das Ganze, das habe ich noch gar nicht hingeschrieben, das Ganze ist unser Weg. Und ich finde, das sieht schon mal ziemlich interessant aus. Der Weg, den wir also zurücklegen, wenn wir beschleunigen, vorausgesetzt, wir haben eine konstante Beschleunigung, das ist wirklich wichtig, ist also die Zeit mal der Hälfte unserer Anfangsgeschwindigkeit plus der Hälfte unserer Endgeschwindigkeit. Also wenn wir das jetzt nochmal um einen Schritt vereinfachen wollen, könnten wir hier auch nochmal ein halb ausklammern, dann hätten wir also Delta T mal ein halb und dann in Klammern unsere Anfangsgeschwindigkeit plus unsere Endgeschwindigkeit. Oh, und da habe ich noch den einen Pfeil vergessen, weil es ja ein Vektor ist. Zack. Das heißt, wir hätten auch einfach nur das hier rechnen brauchen und wären genau das gleiche Ergebnis gekommen. Und wenn wir uns jetzt diesen Term hier hinten nochmal angucken, ich mache es mal in, ich weiß gar nicht, was soll das sein, helles Violett, glaube ich, soll das sein. Wir uns das hier nochmal angucken. Das Ganze hier, die Anfangsgeschwindigkeit plus unsere Endgeschwindigkeit und davon die Hälfte, ist ja im Endeffekt nur das arithmetische Mittel, also sozusagen der Durchschnitt dieser beiden Geschwindigkeiten. Das heißt, das hier können wir einfach mal definieren oder festlegen. Das ist unsere Durchschnittsgeschwindigkeit. Das kann ich wieder nicht schreiben. Durchschnittsgeschwindigkeit. Geschwindigkeit. Unwahrscheinlich langes Wort. Ich hoffe doch, dass das wirklich auch Sinn macht. Die Hälfte von zwei Geschwindigkeiten muss ja direkt in der Mitte dieser beiden Geschwindigkeiten liegen. Also wenn wir uns das hier angucken, hier ist unser VA, hier ist unser VE und die Hälfte davon wäre also ungefähr hier. Wir hätten also einfach nur diesen Punkt nehmen müssen und den mal 4 Sekunden rechnen müssen und schon wären wir fertig gewesen. Diese Formel hier unten also, die man auch sehr, sehr häufig sieht in Physikbüchern, ist also auch nicht einfach irgendwo aus dem Himmel gefallen, sondern die basiert auf ganz normalen Gedankengängen, die irgendein Mensch halt einfach mal gehabt hat und sich gesagt hat, ah, bevor da jetzt jeder drüber nachdenken muss, schreibe ich halt einfach auf, dann können die anderen erstmal einfach nur nachgucken. Aber an und für sich ist das Konzept dahinter total selbstverständlich. Wichtig ist halt nur, und darauf musst du achten, du darfst wirklich nur dann die Durchschnittsgeschwindigkeit nehmen, wenn du hier oben auch eine konstante Beschleunigung hast. Das ist wirklich wichtig.